So, guten Morgen. Mein Mann und ich müssen gleich los in den Mediamarkt und etwas kaufen. Was müssen wir kaufen? Und warum müssen wir das tun? Ja, wir haben bald über Skype eine Telefonkonferenz. Bald. Morgen. Bald ist gut. Heute Abend um 19 Uhr. Ich denke morgen. Nein, heute, Montag. Ach so. Ja, Mensch, dann ist das ja noch knapper mit der Zeit. Ja. Ich dachte morgen. Nein, Moment. Habe ich Dienstag aufgeschrieben? 6.1. heute ist. Wie sieht's hier nicht aus? Wie ist heute? 6.1. Da. Ist heute der 6.? Ich dachte, heute wäre der 5. Naja, gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall schneller los. Noch schneller, wie ich dachte. Und dann brauchen wir einen. Kamera. So habe ich eben gemacht, weil mir das Wort nicht eingefallen ist. Eine Kamera und eine Webcam und Mikrofon. Kamera, Webcam und Mikrofon? Nein, nur eine Webcam und ein Mikrofon. Eigentlich hatten wir uns ja schon eine Lösung ausgedacht, und zwar den Laptop von meiner Mama. Jetzt wollte mein Mann eben diesen hübschen Stecker einstecken. Aber es gibt dafür keine Buchse. Es gibt nichts. Kann man nicht. Und jetzt steht er da. Naja. Macht doch normalerweise jedes Büro-Ding. Naja. Wo mein Mann gerade noch eine rauchen geht, bevor wir gleich losfahren, kann ich euch noch mein Weihnachtsgeschenk von meiner Schwester zeigen. Das konnte ich nicht zu Weihnachten zeigen, weil da war es noch nicht da. Die Leinwand war nämlich noch unterwegs. Sie sind ja etwas langsam. Das hat meine Schwester auf der Hochzeit von meinem Papa gemacht. Das hat sie einfach so von oben, das war so ein Schnappschuss halt. Mit dem Handy, glaube ich, hat sie es fotografiert. Und das war so schön, da hat sie das auf Leinwand ziehen lassen. Leider, muss man sagen, dadurch, dass sie es auf Leinwand ziehen und dann hier so drum machen, schneiden die immer ziemlich viel ab. Beziehungsweise sie schneiden es nicht ab, sondern sie knicken es halt um. Und das Auge, das sieht eigentlich so schön aus. Also auch die Farben davon. Das hätten wir ja gern vorne noch drauf gehabt. Also, dass das ganze Auge halt noch da drauf ist und dass das nur bis hier geht. Ich überlege, ob, wenn ich irgendwann mal einen Fotografen frage, ob man das nicht noch irgendwie nachträglich anders machen kann. Also, es wäre schön gewesen, wenn die einfach an die Leinwand hier hinten noch mehr Helles gemacht hätten und die Leinwand dann halt größer wäre. Aber, nee, das haben sie leider nicht. Aber es ist trotzdem schön. Es ist ein sehr schönes Bild. Bisschen unscharf. Also ihr seht das jetzt gerade bestimmt nicht. Wenn man näher rangeht, ist es leider ein bisschen unscharf, weil es halt mit dem Handy und nur so ein Schnappschuss war. Schärfer geht's nicht. Aber das werde ich mir nachher erstmal aufhängen. Ich finde es nämlich wunderschön. So, ich konnte es natürlich wieder nicht abwarten und habe unsere Verpackung schon geöffnet. Hier haben wir jetzt das, was wir haben wollten, nämlich eine neue Webcam. Ja, ganz praktisch mit integriertem Mikrofon. Das ist da vorne, da sind so ein paar Knöpfelis, wo Geräusche rauskommen, mit herkömmlichen USB-Anschluss. Ja, das klemmt man dann so hier mit dieser Klemme am Monitor und dann kann man damit Videos machen, wie man das mit einer Webcam halt so macht. So, ich schließe das jetzt nochmal an und dann wird das mal getestet. Ich habe das jetzt soweit schon alles installiert. Das war eigentlich ganz einfach. USB einstecken und dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt habe ich hier über Skype einen Testanruf. Hallo, Sie sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. Nach dem Ton haben Sie die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, die Sie anschließend abhören können. Hallo, wir testen jetzt das Mikrofon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange man hier reden soll, weil irgendwas drücken. Achso, okay. Hallo, wir testen jetzt das Mikrofon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange man hier reden soll. Wenn Sie Ihre eigene Stimme hören konnten, dann haben Sie Skype richtig konfiguriert. Tja, das ist. Wenn Sie nur diese Nachricht hören, aber nicht Ihre eigene Stimme, dann sind die Einstellungen für die Aufnahme nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie Ihr Mikrofon bzw. Ihre Mikrofoneinstellungen. Ja. Oder besuchen Sie skype.com für weitere Unterstützung. Genau. Vielen Dank.
So, ja, das hat wunderbar geklappt. Ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert, weil die Aufnahme war echt gut. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich hier ein Bild von mir bzw. eine kleine Aufnahme von mir machen kann. Da muss ich, glaube ich, irgendwo im App Store nach etwas suchen. Naja, das suche ich mal raus und dann zeige ich euch das auch noch. Nach kurzem Suchen habe ich das auch schon gefunden. Ich habe hier jetzt ein Bild von mir zulassen. Das ist auch ein sehr gutes Bild. Naja, da kann man halt noch ein bisschen einstellen. Oben, unten, rechts, links. So, dass es dann halt passt, dass man... Ja, wunderbar. Ja, gut, wenn man jetzt auf den Monitor schaut, dann gucke ich immer so ein bisschen... Meine Brille spiegelt so fürchterlich. Naja, wenn ich jetzt in die Kamera schaue, dann sieht das wahrscheinlich so aus. Aber wenn ich gucken will, wie ich in die Kamera gucke, dann gucke ich ja nach unten und dann ist die Kamera ja wieder von oben. Aber so ist das nun mal. Ich das ganz schnell mache? Ne. Ja gut, auf jeden Fall, das Bild ist super. Ja, da, mit Kamera, wunderbar. Ein Bild, ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Naja, gut, funktioniert soweit. So, es ist schon etwas spät. Wir haben es kurz vor 10. Unser Skype-Gespräch ist sehr erfolgreich verlaufen. Wir freuen uns auch schon sehr. Wir sind nämlich jetzt bei Tastemade. Die hatten uns angesprochen, ob wir nicht dem Netzwerk beitreten wollten. Ja, und das haben wir jetzt gerade so ein wenig besprochen. Hat auch zum Glück alles super geklappt. Also die Kamera ist echt 1A. Ich glaube, mein Mann hat das schon erzählt. Also die ist wahnsinnig gut. Und ich finde auch der Ton... Das ist wirklich dafür, dass sie so günstig war. Ich weiß nicht, hast du erzählt, wie günstig die ist? Nein. Die war wirklich günstig. Also die Kamera hat integriert den Lautsprecher bzw. das Mikrofon und nicht den Lautsprecher, das Mikrofon. Und hat nur 37 Euro gekostet. Und ich finde, also ich kann nicht meckern. Die Qualität ist prima. Wir sind damit sehr zufrieden. Nicht wahr? Ja, super. Das war, konnte man nicht sehen. Aber wenn ihr alle da, machen wir es nochmal. Ha, siehst du? Da hinten, Moment, da im Fenster könnt ihr sehen, dass mein Mann so gemacht hat. Sehr praktisch, sollte man immer machen. Ja, das war's heute von uns. Wir sind jetzt müde und kaputt, gehen ins Bett. Das Kind meckert immer noch, wie das so ist nach den Ferien. Dann war man ja immer so lange wach und die schläft einfach nicht. Aber ich glaube, wenn hier gleich insgesamt Ruhe einkehrt, dann schläft sie auch hoffentlich. So. Und in dem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht.